Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Was die gegenwärtigen Energien mit euren Körpern anstellen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 16. April 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr daran interessiert, wie ihr alle die aktuellen Energien aufnehmt. Wir stellen fest, wie viele von euch die aktuellen Energien nutzen, um Blockaden in euren Energiekörpern und euren physischen Körpern zu lösen. Wir stellen fest, dass viele von euch mehr im Fluss mit den Energien dieses Augenblicks sind, und das liegt an den Veränderungen, die ihr in Bezug auf eure Gedanken und Überzeugungen vorgenommen habt. Viele von euch sind jetzt in der Lage, die Vorstellungen loszulassen, dass ihr alles tun müsst und dass ihr alles durch Taten erreichen müsst. Jeden Tag wachen mehr und mehr Menschen auf und erkennen, dass sie eigentlich nur loslassen, sich hingeben und vertrauen müssen. Das erlaubt den Energien, die euch helfen sollen, das zu tun, was sie am besten können. Und wenn ihr das tun könnt, was ihr am besten könnt, dann könnt ihr die bestmögliche Erfahrung mit dem Leben auf dem Planeten Erde in dieser Zeit machen. Ihr seid dazu da, diese Realität und diesen Bewusstseinswandel zu erleben, und ihr habt die Wahl, wie ihr sie erlebt. Vieles von dem, was durch Handlungen erschaffen werden muss, ist bereits in eurer Realität vorhanden. Ihr seid in diese Zeit der menschlichen Evolution eingetreten, um euch die Möglichkeit zu geben, weniger zu tun, damit ihr aktivieren könnt, was ihr aktivieren müsst, loslassen, was ihr loslassen müsst, und euch schließlich in das verwandeln könnt, was und wer ihr werdet. Das ist eine gewaltige Aufgabe und wir würden sagen, eine noch größere Aufgabe, als all die Gebäude und Häuser zu bauen, die Straßen und Brücken zu errichten, die Wassersysteme, die elektrischen Systeme und so weiter. Ihr tut also mehr als eure Vorfahren, denn viele der Probleme, mit denen ihr konfrontiert seid, sind die gleichen, mit denen auch eure Vorfahren konfrontiert waren und die sie nicht bewältigen konnten. Wir reden hier über Themen wie Verlust, Verlassenheit und Angst vor dem Unbekannten. Ihr seid dazu da, diese Erfahrungen mit mehr Gnade, mehr Vertrauen und mehr Glauben an euch selbst und an das, was ihr wirklich seid, zu bewältigen, als Wesen der Quellenenergie. Und die Energien sind da, um zu helfen. Die Energien brauchen eure Bereitschaft, sie durch euch hindurchfließen zu lassen. Und wir sehen, dass immer mehr von euch das tun, jetzt wo ihr die Sinnlosigkeit von Worten und Taten in bestimmten Bereichen eures Lebens erkennt. Ihr könnt zum Beispiel nicht einfach jemanden in eurem Leben überzeugen, sich zu ändern. Ihr müsst es selbst tun und zu dieser Veränderung gehört, dass ihr bereit seid, etwas anders zu sehen, etwas zu akzeptieren, was ihr vorher nicht akzeptieren konntet, eine Angst oder ein Urteil loszulassen. Das ist die harte Arbeit des Bewusstseins. Das ist die Schwerstarbeit, die keine körperliche Schwerstarbeit erfordert, aber trotzdem kann das alles körperlich sehr anstrengend für euch sein. Deshalb müsst ihr euch ausruhen, Pausen einlegen, Wasser trinken und meditieren. Außenstehende können denken, dass ihr ein sehr einfaches Leben habt und nicht viel macht. Dabei seid ihr im Begriff, Hunderttausende von Jahren alten Karmas und Traumas zu beseitigen. Wir sind immer sehr stolz auf euch, wenn wir wissen, dass ihr euch entschieden habt, vor dem Rest der Menschheit zu erwachen und ihnen den Weg zu zeigen. Ihr baut energetische Straßen und Autobahnen, Wege, die anderen dabei helfen werden,
selbst dorthin zu gelangen, aber mit weniger Drama und Trauma. Es ist möglich, mit Freude und Liebe durch diese Erfahrung zu navigieren, und es hilft zu wissen, was ihr tut und warum. Diejenigen unter euch, die wach sind, haben dieses Wissen und setzen es ein. Deshalb sind wir so glücklich über das, was wir in dieser Zeit auf dem Planeten Erde sehen und fühlen, besonders unter denjenigen von euch, die wach und achtsam genug sind, diese Arbeit bewusst zu machen. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.